Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Es ist wunderbares Wetter von 26 Grad und Sonnenschein und wir sind in Tamriel, wo es natürlich dunkel ist und irgendwie fühlt es sich auch kühl an. Egal, wir beißen einfach die Zähne zusammen und schauen nach der nächsten Quest. Angarma. Achso, wir sind übrigens hier in Gradwald mittlerweile angekommen und zwar hier unten in der Nähe vom Wegschrein von Südspitz. Ich suche Arbeit. Kennt ihr jemanden, der einen Träger gebrauchen kann? Ich kann ordentlich zupacken und bin wirklich gut im Zeltabbau, beim Transport und beim Zeltaufbau und natürlich beim Hochstemmen. Und sagt nicht Zirkus. Ich habe genug vom Zirkus. Zirkus? Was meint ihr? Ich habe beim Zirkus in der Nähe von Eldenwurz gearbeitet. Es war keine schlechte Anstellung, aber die Besitzerin, Sarandel, sie weiß einfach nicht, was sie tut. Wir kamen den ganzen weiten Weg von den Sommersendinseln hierher und jetzt können die Artisten nicht auftreten. Wo liegt denn das Problem? Ich kenne die Einzelheiten nicht. Hört mal, das soll euch Sarandel selbst erzählen. Ich bin fertig mit dieser Sache. Danke, das werde ich tun. Was ein sehr intelligenter Satzbau ist in Bezug darauf, was er gesagt hat, aber egal. Sprecht mit ihr, die ist da hinten. Das heißt, da müssen wir dann erstmal ein bisschen hinreiten. Na, jetzt ist die Frage, ist der Bug noch da? Ich glaube, er war irgendwo beim Baumstamm hier in der Nähe. Ich bin jedes Mal aufs Neue gespannt, weil der Bug war mal zwischenzeitlich weg und dann ist er doch wieder da gewesen. Also irgendwie war das nicht hier. Ah, er scheint endlich mal weg zu sein. Hoffentlich permanent. Gut, dann geht's einmal hier hoch. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen den Viechern, die hängen. Ja, natürlich musste ich davon direkt wieder was triggern. Einmal über den Dolmen rüber und dann hier oben zu dem Platz, wo die alle sind. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Also zumindest, dass die hier sind. So, wo ist denn die gute Dame? Obwohl Sarandel, ist aber trotzdem eine Frau. Bitte genießt unsere Verlockungen. Es tut mir furchtbar leid, dass sie im Moment so begrenzt sind. Hatte er auch, glaube ich, eben gesagt, ne, dass das eine Frau war. Wo liegt denn das Problem? Ich habe meine Artisten überzeugt, hierher zu kommen, um ein wenig hochelfische Kultur in diese Lande zu tragen. Wir bringen einen Teil von Sommersend nach Gradwald, versteht ihr? Aber die dressierten Käfer sind krank. Die Vorräte unserer Magierin sind verschwunden und die Mähren unseres Geschichtenerzählers sind beim Publikum durchgefallen. Okay, zumindest bei den ersten zwei Sachen könnte ich jetzt mal einfach sagen, ja gut, beim dritten könnte man es auch so drehen, dass das vielleicht Manipulation sein könnte. Kann man dagegen denn gar nichts tun? Keiner von uns kennt dieses Gebiet gut genug, um dieser Probleme Herr zu werden. Jetzt sind wir ein Zirkus, der nur noch einen Hellseher hat. Hurra! Ich bin gern bereit, jedem Unterstützer bei der Ausrichtung einer Schau das Geld zu überlassen, das uns vom Rat für die Ausbreitung der Kultur von Sommersend gestiftet wurde. Ich werde sehen, was ich tun kann. Meine Artisten können ihre Rückschläge am besten erklären. Cornar ist unser Käferdompteur, Norion ist unser Geschichtenerzähler und Vindare, die Prachtvolle, ist... Nun, sie ist wunderbar. Ich muss sie so beschreiben, das steht in ihrem Vertrag. Ich werde sie fragen, was für sie ansteht. Sie ist wunderbar, das steht in ihrem Vertrag. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also, ich habe schon mal gehört bei Teso, aber ich habe es auch wieder vergessen. So, gehen wir doch erstmal zu den Tierchen. Schaut sie euch an. Die Gliedmaßen so träge und die Kruste so schrecklich trüb. Wenn ihr die Schröte aufgezogen habt, seit sie Puppen waren, zerreißt es euch das Herz, sie so lustlos zu sehen. Was stimmt nicht mit euren Käfern? Sie haben Probleme mit dem örtlichen Gras. Deswegen habe ich sie auf eine reine Heu-Diät gesetzt. Und das Klima ist feuchter als das, was sie in Sommersend gewohnt sind. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, sie hätten Heimweh. Also anscheinend doch keine Manipulation. Gibt es etwas, bei dem ich helfen könnte? Als sie noch kleiner waren, habe ich immer einige Schlammkrabbenaugen zu Paste zermahlen und sie damit als Leckerli gefüttert. Das würde ihnen sicher bessere Laune machen. Aber niemand hier verkauft Schlammkrabbenaugen und ich kann meine Schröter nicht dahin siechen lassen, wenn ich die Küste nach welchen absuche.
Was wäre denn, wenn ich euch einige Schlammkrabbenaugen bringen würde? Ich stünde auf ewig in eurer Schuld, meine Freundin. Ein Dutzend würde wohl für alle reichen, wenn es geht. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sie etwas zermatscht sind, wenn ich sie bekomme. Spart mir etwas Arbeit. Jetzt sagt mir aber bitte nicht, ich muss Schlammkrabben töten, weil ich brauche die ja... Ja gut, ich brauche die auf dem privaten Account. Ich habe da nie genug von. Also Schlammkrabben-Chitin habe ich nie genug von, sagen wir es mal so. Was ist mit dir? Es tut mir leid, aber ich habe nichts zu sagen. Sarandel meinte, ihr hättet ein Problem. Das ist mein Problem. Ich habe diesen Leuten einfach buchstäblich nichts zu sagen. All meine Geschichten drehen sich um die erstaunlichen Taten von Hochelfen, die schon lange tot sind. Die oberste Regel meines Berufs ist es, immer sein Publikum zu kennen. Und Gradwald ist kein Ort, um solche Geschichten zu erzählen. Welche Geschichten wolltet ihr denn eigentlich erzählen? Ich hatte vor, in Tavernen und Bibliotheken Ausschau nach Waldelfengeschichten zu halten. Aber seitdem wir hier angekommen sind, höre ich nur von immer neuen Problemen in Gradwald. Der Wurmkult, Piraten, Waldelfenrebellen. Wenn es irgendwie geht, bleibe ich lieber in der Sicherheit des Zirkus. Wenn ihr hier nicht weg könnt, wie wollt ihr dann Geschichten finden? Die Waldelfen schreiben ihre Geschichten nur selten auf. Aber ich habe gehört, dass man in solchen Fällen den Gelehrten Glaurolin in der Magiergilde in Eldenwurz fragen soll. Falls ihr in diese Richtung unterwegs seid, würdet ihr ihn dann nach einem Buch fragen? Es kann meinetwegen sogar in altem Akaviri verfasst sein. Wirklich alles würde helfen. Ach, in alten Akaviri, oha. Ich werde schauen, was ich in Eldenwurz finden kann. Okay, sprecht mit der Prachtvollen. Die ist hier oben. Hallöchen. Ich hoffe, ihr seid nicht von weit her angereist, nur um Vindare, die Prachtvolle, zu sehen. Ich trete im Moment nicht auf. Meine Magie kann vor einem Publikum nicht sicher funktionieren. Die Sterne sind aus der Reihe getanzt. Sarandel meinte, ich soll mit euch über euer Problem sprechen. Oh, hat sie das? Hat sie euch auch gesagt, dass sie versprochen hat, wir hätten das Zehnfache an Einnahmen, wenn wir in diese götterverlassene Provinz kommen? Hat sie erwähnt, wie sie behauptete, der Versand meiner Vorräte hierher dürfte kein Problem sein? Ihr habt Probleme beim Versand eurer Vorräte? Der Transport über See an sich war kein Problem. Doch bei der eigentlichen Auslieferung haperte es gewaltig. Meine Besitztümer kamen ohne Zwischenfälle an den Docks in Antwort an. Doch aufgrund der jüngsten Probleme in der Stadt weiß keiner, wann es wieder Lieferungen geben wird. Eure Vorräte stehen also an den Docks in Antwort herum? Soweit ich weiß, ja. Sie sind in der schönsten Truhe an den Docks. Wisst ihr, ich habe sie in Matisen eigens noch einmal von einem Maler nachlackieren lassen. Aber durch den Piratenangriff weiß niemand, wann die Lage in Antwort wieder stabil genug ist, um die ausstehenden Lieferungen abzuarbeiten. Was wäre, wenn ich eure Truhe besorge? Ich kann euch kaum darum bitten, dass ihr dieses schwere Monster den ganzen Weg hierher schleppt. Sie besteht aus dreifach verstärktem Stahl und ist innen fingerdick mit Blei ausgekleidet. So kann die Konkurrenz einen nicht so leicht ausspionieren. Ich brauche nur die Vorräte darin, aber natürlich nur, wenn ihr nichts dagegen hättet. Das macht mir nichts aus. Ich hole eure Vorräte zurück. So, okay. Also hier unten müssen wir Schlammkrabbenaugen sammeln. Da müssen wir magische Vorräte suchen. Ich bin auch gerade am Überlegen gewesen, als sie das so gesagt hat. Doch hier ist aber alles weiß, ne? Das heißt, hier unten die Quest, glaube ich, haben wir dann auch erledigt. Hoffe ich zumindest. Ansonsten reisen wir jetzt gleich da rein und da ist dann gleich alles rot. Das fände ich dann allerdings nicht so toll. Gut, dann... Moment, was ist denn das da außen noch? Sammelt Schlammkrabbenaugen. Achso, das sind zwei verschiedene Stellen. Ja gut, vielleicht können wir das dann doch zusammen machen. Und die Bücher, da müsste ich dann dahin gehen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem unteren Fleck. Nämlich in dieses Städtchen rein. Oh. Ja, wenn man die Tastatur nicht ganz rausgezogen hat und dann eigentlich nur die Maus verschieben will, aber letztendlich dann doch mit dem Finger auf die Taste kommt. Hier steht auf jeden Fall keiner mehr. Ich meine auch, dass wir das erledigt hätten. Also ihr seid gut. Das ist schon mal positiv. Dann gehe ich mal davon aus, ich kann ja nochmal durchreiten. Das war doch jetzt hier geradeaus, ne?
Das war ja hier die Story mit den mit den Zombies und so, die hier rumliefen. Wo das ja alles besetzt war. Da sind die Docks, aber da muss ich jetzt gerade nicht hin, oder? Moment. Sammelt Schlammkrabbenaugen. Ich stehe quasi direkt davor. Das wird immer so blöd angezeigt. Wenn ich hier so gucke, ist das direkt vor mir. Wenn ich aber reingehe, müsste das ja quasi hier sein. Und es wird mir nicht angezeigt. Jetzt wird es mir angezeigt. Einen Schritt weiter. Super. Haben die richtig toll programmiert, ehrlich. So, die Frage ist jetzt, wo... Ach, hier. Das soll die schönste Truhe... Naja, gut, okay. Machen wir mal nichts zu. So, die Vorräte haben wir schon mal. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen weiter hier am Strand entlang halten. Das war ein bisschen tief. Okay. Ist nicht schlimm. Bin gut abgefedert worden. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Hier sind nämlich überall die Gegner. Hier wird auch schon wieder nichts angezeigt. Laufe ich jetzt noch richtig? Hallo? Eigentlich sollte mir... Na, hier ist es eigentlich, oder? Na, 6 von 12. Zehn von 12. Habe ich gar nichts bekommen? Na toll. Muss ich wohl doch zu dem anderen Weg hingehen, nehme ich mal an. Weil hier hinten ist nämlich nichts mehr sonst angezeigt. Krokodile, hier sind auch keine Schlammkrabben mehr. Ne? Weil ich denke mal durch die Schlammkrabben... Was wird denn jetzt hier angezeigt? Ach so, das ist, wo ich das abgeben kann. Ich denke mal nämlich, dass wir durch die... Ach so, Moment. Haben wir das? Es wird jetzt nicht richtig angezeigt. Aber da stand ja als letztes 10 von... Ja! 10 von 12 haben wir gerade erst geschafft. Aber anscheinend waren das doch mehr, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann gehe ich mal eben nach Gratwald. Mal eben gucken, ob wir da weiterkommen. Also hier kommen wir weiter, das ist klar. Oh, Moment, was ist das denn? Brief von Lehrer Miel der Weisen. Oh, das ist aber jetzt keine... Das Schicksal hat euch auserkoren, mir in einer gefährlichen Lage beizustehen. Wisset, dass die Zukunft von mindestens zwei Welten auf dem Spiel steht. Ach, das war von Necron, glaube ich. Der Fürst der Geheimnisse, Hermeus Mora, hat vorausgesehen, dass ich nur mit eurer Unterstützung Nürn retten kann. Sucht mich im Stormhafen auf, dann erfahrt ihr mehr von dieser schrecklichen Gefahr. Lehrer Miel die Weise. Ja, haben wir schon gemacht, also brauchen wir nicht mehr. Der Zettel ist ein bisschen spät angekommen bei uns. Aber gut, wenn man eh nicht nach Gratwald geht normalerweise, dann, ne? Was schickt die den Zettel auch nach hier? Ich weiß nicht, vielleicht ist er mit der Post verloren gegangen oder so, ich weiß es nicht. So, zur Magiergilde mussten wir, ne? Das war hier oben links. Immer die mit dem großen Banner, mit dem großen Auge. Das erinnert mich immer so ein bisschen an das Auge in einem Dreieck. So, ich denke mal, dass der hier... Ja, hier unten ist auch ein Pfeil, genau. Hallöchen. Ja, wie kann ich euch behilflich sein? Ich kann ihn nicht drehen, schade. Der ist doch vom Original von einem Waldelfen geklaut. Also einen, den wir kennen. Hier, der Bruder von Everly, den haben sie doch nur ein bisschen umgewandelt. Ich glaube sogar, das ist dem seine Stimme. Ich bin mir nicht sicher. Ich suche nach einem Buch über Waldelfenfolklore. Hm. Mein Volk überlässt die Verbreitung solcher Dinge größtenteils den Geschichtenwebern, anstatt sie aufzuschreiben. Ich hätte da etwas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Aufzeichnung eines akavirischen Spions über unser kulturelles Erbe haben möchtet. Eine Dokumentation der kulturellen Infiltration. Völliger Unfug.
Ich nehme es. Und die Stimme ist, glaube ich, doch anders. Wirklich? Ihr könnt Akaviri lesen? Mir ist es gleich, ihr könnt es gerne haben. Lasst mich einmal nachschauen. Ich habe hier irgendwo ein Exemplar. Einen Augenblick bitte. In Ordnung. Na? Ha, da haben wir es. Eine fehlerhafte Darstellung meines Volkes durch die Akaviri. Hallo, nicht Funke braucht das, sondern ich. Ich hoffe, ihr findet das genauso amüsant wie ich. Jetzt muss ich mir das hier auch noch nehmen. Oh, jetzt hätte ich fast den Bogen gestohlen hier. So, kehrt zum Geschichtenzähler zurück, kehrt zum Käferbändiger zurück. Ja doch, dann haben wir alle Augen. Oh. Verstehe ich nicht. Da stand eben 10 von 12. Aber egal. Eingeschenkten Gaul schaut man nicht ans Maul. Wir gehen zurück zum Camp. So. Wenn ich... Nee, natürlich laufe ich genau falsch rum. Also hier müssen wir ein bisschen immer darauf achten, dass wir hier nicht die Gegner triggern. Und dass wir in die richtige Richtung laufen. Wie habe ich das denn jetzt geschafft, dass ich da jetzt genau dran vorbeigelaufen bin? Ich habe absolut keine Ahnung. Moment, das Ding ist hier vorne. So, da bin ich doch rausgekommen. Ich hätte da hochlaufen müssen. Und ich bin dann irgendeinem komischen Viech ausgewichen. Das ist ja richtig toll. Ja, ist mal wieder Cleverness pur. So, immer schön am Dolmen vorbei und dann zu den Leuten hin. Wo ist denn der erste hier? Sie ist da oben. Ah, genau, hier. Ich komme mal von der Seite. So. Was habt ihr da? Ein Buch? Hier, ich habe euch ein Buch über das kulturelle Erbe der Waldelfen besorgt. Dieses Buch? Es ist in Akaviri. Ihr meintet, das ginge auch. Wie wunderbar. Niemand hier wird je den Ursprung meiner Geschichten herausfinden können, wenn sie in einer fremden Sprache niedergeschrieben wurden. Mein Akaviri ist zwar etwas eingerostet, aber ich glaube, ich schaffe das schon. Ihr könnt gerne für meinen Auftritt bleiben. Ja, wenn der gut ist, kein Thema. Ich bleibe hier und höre euch zu. Frage ist, macht der jetzt schon seinen Auftritt? Nee, am Ende, denke ich mal, ne? Okay. Ich will jetzt hier nichts verpassen, deswegen... Gehen wir erstmal hier zu der mächtigen Schönen hier. Nee, der Prachtvollen, das war's. Habt ihr sie? Ihr habt sie, nicht wahr? Oh, ich sollte mir keine Hoffnungen machen. Sie sind ins Meer gefallen, nicht wahr? Ich wusste es, ich habe immer Pech. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Hier, ich habe eure Vorräte. Wunderbar, das ist alles, was ich brauche. Wenn in Antwort wieder alles im Lot ist, können sie mir die leere Truhe liefern. Ihr könnt gerne für die Show bleiben. Ihr habt freie Platzwahl. Vielleicht sehe ich mir eure Show an. Ihr werdet es nicht bereuen. Außer ihr hasst Aufführungen. Dann werdet ihr es bereuen. Aber hoffentlich gefällt es euch. Wir werden sehen. Das ist ja nett. Das sozusagen, wir werden sehen. Vielleicht gefällt mir deine Show und vielleicht ist sie einfach nur scheiße. Ich heiße alle willkommen. Moment. Ich bin Vindare, die Prachtvolle. Diese Darbietung ist jemandem im Publikum gewidmet, der dabei geholfen hat, die Vorstellung zu retten. Ich möchte diese Person nicht beschämen, aber sie weiß schon, wer gemeint ist. Und nun möchte ich euch meinen Assistenten Solimir vorstellen. Kommt heraus! Solimir, begrüßt das Publikum! Dieser Bauerntölpel? Lieber fresse ich Gras! Wie könnt ihr so etwas Schreckliches sagen, hier in Gratwald? Aber vielleicht finden wir eine Möglichkeit, euch entgegenzukommen. Was tut ihr da? Nein! Das ist besser, oder? Yeah! Wisst ihr, so ist er vielleicht etwas weniger störrisch. Gut, wir hatten unseren Spaß. Es wird Zeit, meinen Assistenten zurückzuverwandeln. Solimir, kehrt zurück zu eurer wahren Natur. Ihr Schwachkopf! Ihr habt meine Pläne durchkreuzt und jedem in diesem verdammten Land meine wahre Gestalt offenbart! Solimir, ihr wart die ganze Zeit über ein Dremora. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen wunderbaren Leuten Leid antut. Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Nein, lasst mich! Und nun zum Rest von euch. Ihr habt eines vergessen, ihr üble Kreatur.
Und das wäre ihr sterblicher Wurm? Das Volk von Gratwald ist eng mit dem Wald selbst verbunden. Und ihr könnt der Macht des Grünen Pakts nicht trotzen. Das darf nicht sein. Der Grüne Pakt ist nicht echt. Er ist echt genug, um euch in das Loch zurückzutreten, aus dem ihr gekrochen seid. Ihr alle, bindet euren Willen an den meinen. Gemeinsam können wir ihn bannen. Nein, nicht zurück ins Reich des Vergessens! Dank eurer Hilfe haben wir den üblen Dremora gebannt. Seht die Macht des Grünen Pakts. Ich hoffe, allen hat die Vorstellung gefallen. Ja. War nicht schlecht, muss ich sagen. Schade, dass wir jetzt von dem einen gar nichts gehört haben. Aber irgendwie, der hat ja auch nicht gesprochen. Ich würde gern was hören. Und jetzt möchte ich euch die geheime Geschichte des Roten Pakts erzählen. Oh. Jetzt kann man sich hinsetzen. Jeder Waldelf kennt den Grünen Pakt, der mit Ifrit geschlossen wurde. Niemand darf dem Wald Schaden zufügen oder seine Gaben nutzen, um sich persönlich zu bereichern. Zum Überleben darf nur Fleisch verzehrt werden. Aber nur wenige Waldelfen kennen den Handel, der davor eingegangen wurde. Mit Monarch Baal selbst, wie manche sagen. Der Rote Pakt untersagte doch tatsächlich den Verzehr von Fleisch. Mein Spitzname er schrieb kommt vor, daher, dass für den Häuserbau Holz geschlagen Leute wird und sich das Volk der Waldelfen erinnerte. Ausschließlich von Obst und Gemüse ernähren ich finde, soll. Feuer schockierend, ist ich weiß. Viel schöner. Aber es war Monarch Baals Absicht, die Waldelfen schwach und kränklich zu machen, indem er sie den Wald um sie herum essen ließ. Das war der Plan des Gottes der Intrigen, dem Herzen von Ifris Macht einen langsamen Tod zu bescheren. Doch der Gott des Waldes war kein Narr. Er besuchte die dahinsiechenden kränklichen Waldelfen und als er ihre grasbefleckten Zähne sah, bot ihnen Ifre einen Handel an. Sie schlossen ein neues Abkommen, einen frischen grünen Pakt, und der Wald selbst sollte sie allzeit beschützen. Und so nahmen die Waldelfen Ifris Angebot an. Das Fleischmandat verstieß gegen Molag Baals Roten Pakt, sowie die Knochen und das Leder, aus denen sie nun ihre Häuser bauten. Molag Baals Wut war groß. Er rächte sich für den Bruch des Roten Pakts, indem er Gilvatal verschlang. Doch darüber sprechen wir ein andermal. Vielen Dank. Ja, auch hier wieder eine tolle Geschichte. Nun geht's zum letzten Teil. Viel Glück bei der Suche nach den Schlammkrabbenaugen. Nur wenn ihr Zeit habt. Ich weiß, dass es nicht die tollste Aufgabe ist. Hier sind eure Schlammkrabbenaugen. Jetzt schau sich das mal wieder einer an. Allein schon ihr Geruch scheint ihre Laune gebessert zu haben. Ich werde schauen, ob ich sie benutzen kann, um meine kleinen Freunde ordentlich zu motivieren. Na? Ich bin Cornar, ein Käferbändiger. Was soll das heißen? Vielleicht können es euch meine kleinen Freunde demonstrieren. Jetzt! Verteidigt die Umgebung! Zurück auf eure Position! Um die Welt! Wie um die Welt, hä? Zurück auf eure Position. Zeigt uns eure Zwergenparodie. Komm, jetzt singt hier rein. Hi-ho, hi-ho. Und jetzt, meine Untertanen, umzingelt die Eindringlinge. Na gut, dass sie mich das nicht nur als Eindringling Scherz, Leute. Ansehen. Sie sind absolut harmlos. Außer ihr seid ein Grashalm. Tretet zurück, meine Lieblinge.
Das war unsere Vorstellung, Leute. Meine kleinen Freunde hier müssen sich vor ihrer nächsten Darbietung ein wenig ausruhen. Viel Vergnügen mit dem Rest von Sarandils Zirkus. Ja. Ja. Ach so, ich glaube, wir müssen das Ganze aber... Ich wollte gerade sagen, wir müssen das Ganze doch noch abschließen. Ich wollte mich gerade schon verabschieden. Aber wir müssen ja noch unsere Belohnung quasi einfordern. Obwohl ich das Ganze... Also die ganzen Sachen, diese Quests, die man macht, finde ich persönlich, empfinde das als Belohnung, nicht das Geld. Würdet ihr euch die Schlange ansehen? Wir ziehen hier mehr Leute an als in Auridon. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden uns die Seele aus dem Leib spielen. Die Waldelfen werden sehen, dass es auf den Sommersendinseln nicht nur steife Politiker gibt. Kommt jederzeit wieder. Wenn die Nachfrage da ist, haben wir vielleicht bald neue Aufführungen im Programm. Und wir erhalten einen erfüllten mittleren Gürtel, allerdings ohne Set. Ja. Jetzt ist es aber soweit, dass die Aufgabe tatsächlich endgültig erledigt ist. Und damit ist es dann auch soweit, dass ich mich jetzt für heute von euch verabschiede. Und wir sehen dann, ja, ich muss mal gucken, wo ich als nächstes hingehe. Ich wollte eigentlich so unten links anfangen und dann so einen Bogen quasi durch ganz Gradwald ziehen, wo uns der Weg wortwörtlich hinführt. Ich denke, wir müssen nochmal zurückgehen, weil da waren, glaube ich, noch andere Quests unten in der Ecke. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.